Einen gesegneten Ramadan, Leute! Ramadan! Vlog 1. Ich habe keine Ahnung, wie viele Vlogs online gehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich jeden Tag einen Vlog hochlade. Ich habe keine Ahnung, ob ich alle 3 Tage einen Vlog hochlade. Ich weiß es auch nicht, ob ich jede Woche einen Vlog hochlade. Ja. Es ist jetzt 0 Uhr. Ramadan beginnt offiziell nach dem Sonnenuntergang vom heutigen Tag. Heißt im Endeffekt, morgen früh beginnt der erste Fastentag. Beziehungsweise eigentlich schon in ein paar Stunden. Wir haben jetzt 0 Uhr, genau. Ich muss sagen, unser Rhythmus ist seit Tagen wirklich am Piep. Passt jetzt eigentlich ganz gut, jetzt bleiben wir eh ein bisschen länger wach. Dafür schlafen wir ein bisschen mehr aus, aber dafür geht der Tag halt ein bisschen länger. Das ist halt so. Wir können es uns noch erlauben, wir haben keine Kinder. Ich lache alleine. Ah, doch, jetzt lache ich nicht alleine. So, ich wollte eine WhatsApp-Nachricht lesen. Ey, Apple muss es mal so machen, dass man so machen. Damit die Nachricht weitergelesen wird, aber ich muss mit der Nase machen. Zum Glück habe ich so eine große Nase, das geht so einfach. Also Leute, an die, die nicht wissen, was Ramadan ist. Ramadan ist eigentlich der wichtigste Monat im Islam. Wir gehen ja nach dem Mondkalender, heißt, jedes Jahr verschiebt sich Ramadan um 10 Tage. Heißt also 10 Tage zurück. Irgendwann mal trifft Ramadan auf Weihnachten. Darauf freut sich Kiki schon besonders drauf. Aber das dauert wahrscheinlich noch, ich weiß gar nicht wie lange, wahrscheinlich so 7, 8 Jahre. Und Ramadan fastet man vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. So im Endeffekt fasten wir dann von, ich weiß nicht, 4.30 Uhr ungefähr bis 20.30 Uhr. Das wird der erste Tag sein. Der letzte Tag allerdings wird, weiß nicht, ich glaube so 3.40 Uhr oder sowas. Also es wird noch früher angefangen und noch später aufgehört, weil der letzte Tag, Sonnenuntergang am letzten Tag ist, glaube ich, bei 21.30 Uhr. Das heißt, im Endeffekt fasten wir zum letzten Tag hin noch mal eine Stunde länger als zum ersten Tag. Ja, ist ja klar, wir gehen ja Richtung Sommer. Ja, je näher wir zum Sommer kommen, desto länger werden die Tage. Und desto früher geht die Sonne auf, desto später geht die Sonne unter. Pipapo, wie gesagt, man darf nicht das erste Mal noch nichts trinken, man darf auch nicht rauchen, man darf gar nichts im Check machen, man darf nur sitzen. Nee, Spaß, man sollte halt auch in dieser Zeit in sich kehren und ich will jetzt nicht auf diese Religionsschiene gehen, ich wollte das eigentlich ungern. Man sollte halt wirklich auch seine Religion ein bisschen aufrichten und drüber nachdenken. Viele sagen ja auch, ja, es geht einfach nur darum, sich zu fühlen wie arme Menschen, die nichts zu essen haben. Klar, ist das auch ein Teil davon, aber das ist nicht der Hauptgrund. Man sollte halt auch an sich denken, an seine Charakterzüge, an sich selber arbeiten, in sich kehren. Man stärkt ja auch die Geduld dadurch, weil lange Fasten ist wirklich ein Geduldsspiel. Man sollte halt wirklich die Zeit für sich widmen und für die Familie widmen. Und wir widmen natürlich die Zeit euch, denn wir haben auf jeden Fall 13 Rezepte. Stehen schon bereit, Kiki? Stimmt das? Kann das sein? Kann das sein? 13. Ey, wie gruselig. Ich sehe den Nachbarn da ganz hinten von 100 Meter entfernt. Der guckt Fernsehen. Der guckt Fernsehen. Das sehe ich auch jeden Abend. Ich gucke dir Fußball, ich schwör's dir. Schau mal da an. Kann ich mit dir gucken? Auf jeden Fall, Leute, 13, 14 Rezepte vorbereitet und ich muss euch was zeigen. Weil das ist jetzt neu, das sieht man auch im Vlog jetzt zum ersten Mal. Ich glaube zum ersten Mal auf YouTube sogar, ne? Ja. Tada! Da, 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 da. Und wir haben das K nicht drin. Das K ist leider kaputt gegangen, also zumindest ein Strich davon. Das wird noch ersetzt, das kommt wahrscheinlich hier übermorgen an. Und dann sieht man hier Kikis Kitchen, Leute. Kikis Kitchen. Oh, es ist sehr dunkel geworden. Das ist neu. Wir haben einfach eine Mooswand hier. An die, die uns länger verfolgen, die wissen ganz genau, hier war früher unser Wohnzimmer. Was ist das Wohnzimmer? Das ist unsere Wohnküche. Hier war unser Sofa. Und hier, Leute, war unser Fernseher. Krass, oder? Jetzt haben wir eine Mooswand draus gemacht. Hier war ja auch, hier war eine Steinwand dahinter, die jetzt einfach quasi ersetzt. Das ist auf jeden Fall hier echtes Moos dahinter, sieht man, glaube ich. Das ist jetzt nicht echt, die Pflanzen. Weil die werden natürlich sterben, wenn wir... So, das sieht doch echt cool aus, oder? Das Ding hier ist voll der Oschi. Schaut mal, wie groß das ist. Das wiegt, glaube ich, um die 20 Kilo. Das ist der Trafo davon halt. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Hier werden auf jeden Fall noch ein paar Videos gedreht. Soll ich es verraten? Wir werden auf jeden Fall ein Format planen, wo Kiki hier sitzt mit einem Gast und dann quatschen wir darüber. Genau. Kiki? Ich backe. Kiki backt Kuchen. Leute, schaut es mal an. 0.05 Uhr und Kiki backt Kuchen. Was machst du da? 24 Minuten. Was essen wir morgen? Morgen, Hamza. So, Kiki. Also, guck mal. Wir drehen ja morgen auch ein Video. Was für ein Video drehen wir? Wir drehen morgen eine Torte. Das können wir natürlich nicht essen. Höchstens als Nachtisch. Was drehen wir morgen? Die Torte mehr nicht? Okay, Leute, ich habe heute, ich war richtig fleißig heute. Ich habe heute 3 Videos. Heute 3 Videos. 2 Videos gehen ungefähr 9 bis 10 Minuten. Und das dritte Video geht sogar 13 Minuten. Das heißt, im Endeffekt habe ich in Rekordzeit die Videos geschnitten. Das lag auch daran, weil Kiki und ich echt gut momentan zusammenarbeiten. Wir sind einfach ein eingespieltes Team. Wir können halt, ich weiß ganz genau, was sie gleich macht. Dann spare ich mir den Schritt mit dem Cut und mit dem Schnitt. Das ist eigentlich ganz cool, weil je länger wir zusammenarbeiten, desto schneller geht alles. Also ob es das Videodreh ist oder ob das Schneiden ist. Viele denken auch mal so, warum macht ihr alles alleine? Warum holt ihr euch keinen Cutter? Wieso holt ihr euch keinen Kameramann? Wieso holt ihr euch keine Kamerafrau? Wieso holt ihr euch keinen Cutterin? Aber wir wollen das halt alles alleine gerne alleine auch machen. Es macht auch Spaß. Klar, es ist stressig, aber es macht wirklich Spaß, Videos zu drehen oder Videos zu schneiden sogar. So,
Wie sieht es für heute Abend jetzt aus? Was machen wir jetzt? Du, weiß ich nicht. Also du musst auf jeden Fall noch das Video schneiden. Wir gucken mal, ob wir jetzt noch wach bleiben. Also ich bin eigentlich noch relativ aufgeblüht, weil ich war in den letzten zwei Tagen relativ spät schlafen. Ich weiß nicht, ob das wirklich lohnt, sich zu schlafen, weil wir gucken, was wir auch essen zum Frühstück. Das weiß ich noch gar nicht. So, zum letzten Mal hat man es auch noch nicht gesehen. Das nennt sich Wood Up. Das sind Paneele. Die haben wir hier dran geklebt. Jetzt gibt es nochmal den Raum einen Ticken wärmer. Und hier habe ich es auch nochmal geklebt, quasi auf die andere Seite. Eigentlich war es geplant, das hier zu machen, quasi hier wirklich. Aber wir haben gesagt, komm, da ist die Tür, das nervt, da ist auch der Heizungsraum. Wäre ein bisschen doof gewesen, wenn ich sage, okay, komm, wir legen es auf die andere Seite. So, Kiki hat hier Bilder bestellt, endlich mal nach 5 Jahren. Hat sie selbst erstellt, bei Arab Stock hat sie es runtergeladen und dann bearbeitet. Und das hat die auch gemacht. Ich meine, diese Faust, oder? Sieht man meinen Finger? Nein. Ja, hat die Kiki endlich Bilder bestellt. Der ist doch so, ey. Auf jeden Fall hat die hier, das ist sogar selbst erstellt, wie gesagt. Lakum dine cum waliadin heißt im Endeffekt euch, eure Religion und mir meine Religion. Das ist Kikis Lieblingsvers aus dem Koran. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Was sind das denn hier für schöne Blumen, Kiki? Rosen, oh, meine ich, sorry. Die waren mal sehr schön. Das war mal für den Hochzeitstag vor 2 Wochen. Die sind jetzt einfach gestorben. Aber ich bin gut damit umgegangen. Alles wie gut. Eigens designten, ist das richtiges Deutsch? Ich hab keine Ahnung. Eigens designtes. Gönnen wir uns ein paar Datteln, ne? So, da ist ein gutes Stück, richtig Arsch hier, ey. Mit Jule-Datteln aus Palästina. Und ich habe hier ein Rap-Line reingeschrieben. Leute, soll ich es vorrippen? Okay. Tauche ein in die Süße der Natur, ihr Geschmack so wertvoll pur. Sei wie ein König auf dem Sattel und erobere den Genuss der Königsdattel. Als Nicht-Muslim würde mich echt fragen, warum werden eigentlich Datteln gerade im Ramadan so hochjubelt? Warum? Es geht darum, dass Datteln ist ein richtig guter Energielieferant und die halten recht lange satt. Bei uns ist es im Islam ist auch so, dass der Prophet, Friede und Segen auf ihm, sein Fasten gebrochen hat mit einer Dattel. Gerade weil es ein riesengroßer Energielieferant ist und der quasi auch direkt Energie gibt. Das gleiche gilt ja auch fürs vor dem Fasten, also bevor man wirklich fastet. Ist das eigentlich die beste Alternative für einen schnellen Snack, der wirklich gute Energie liefert, der auch dann wirklich lange satt bleiben lässt und deswegen ist es so wichtig, gerade im Ramadan Datteln zu essen. Leute, wie gesagt, ich habe heute 3 Videos geschnitten und das ist das letzte. Das ist eigentlich so gut wie fertig, da fehlt noch die Musik und dann ist es auch vorbei. Das ist Kibbeh mit Lebern. Fleisch, Bällchen und den Türken unter euch oder die Kurden. Die Türken ist es, glaube ich, Içli-Köfte und bei Kurdisch ist das, und bei den Kurden nennt sich das Kurtlik. Es ist eigentlich die gleiche Herangehensweise bei den Arabern oder bei Libanesen oder Syrern heißt das halt. Kibbeh mit Lebern. Das macht meine Mama immer voll oft und das Ganze im Joghurt getränkt. Das ist wirklich im Joghurt, in so eine Joghurt-Suppe, aber so eine dickflüssige Masse, liegt es dann quasi drin und dann zischt man die raus. Mega lecker, Leute, mega lecker. Bei uns gibt es das zum Abendessen oder zum Frühstück, je nachdem, wie man es betrachtet. Das haben wir von meiner Nichte bekommen. Meine kleinen Nichten, die haben gebacken, Kekse und haben es geschenkt. Voll süß. Hier haben wir noch frische Hummus von Mama, Tomaten und natürlich Eiweißbrot von Harry. Das ist der Harry. Harry, ich glaube, Harry wird auch noch Muslim. So, was wäre denn ein Vlog ohne Produktplatzierung? Haselnusscreme, unser Kikis Cream Hazel und unser Kikis Cream Schoko. Ganz neu rausgekommen. Leute, Kikis Cream Schoko. Ich glaube, das Ding wird echt, das wird alles rasieren. Ein schönes Frühstück hier mit den Cremes. Also Kiki ist in diesem Vlog sehr ruhig. Kiki hat so eine Phase, gerade wo sie sich nicht schön findet, deswegen will ich nicht in der Kamera zeigen. Ich habe eine Phase, wo mir 3 Pickel gewachsen sind, ich ungeschminkt bin und mein Haarwaschtag habe. Ja, da passt doch Fasten ganz gut, ne? Fasten reinigt ja den Körper, ne? Ja, wie man so bekanntlich sagt, ne? Das stimmt, das stimmt. Jetzt wird gefrühstückt. Erstmal was Herzhaftes, ne? Und dann kommt was Süßes, ne? Jawolli, hör mal. Und Leute, bevor ihr mir sagt, Hamza, bist du bescheuert? Wie kannst du denn Zucker essen? Ey, das Ding hat 35 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Ist jetzt auch nicht gerade wenig, aber es ist mindestens... Bedeutend weniger. Es ist wirklich krass wenig. Es hat 35 Gramm. Also die meisten haben da deutlich mehr. Da geht es schon an die 60 Gramm zu oder 50 Gramm zu. Und das ist schon...
Alle Achtung wert, Leute. Alle Achtung. Ja. Boah, das ist dann 5 Minuten nach. Nee, aber drei, weißt du, was das ist, ne? Ich möchte so Kommentare vorbeugen. Deswegen nehme ich auch Schwarzkümmel, damit ich krank werde. Ach ja, Schwarzkümmel müssen wir auch noch nehmen, ne? Unbedingt. Machen wir das nach Iftar? Also ich zum Frühstück? Ah, weißt du, meine? Ich würde es nach dem Essen machen, damit der Magen nicht so leer ist. Also würde ich es gleich machen, ne? Ich mache es jetzt gleich und dann ab morgen nach Iftar. Ich mache das so. Letzte Zeit mache ich das sogar jetzt zweimal am Tag. Also morgen und abends. Ja, ist auch gut. Ich hab Angst vor Corona, deswegen. Ich schwör's dir. So, Zeitraffer. 3, 2, 1. Ich zeig immer noch gleich Finger. Los! So, Leute. An der Stelle beende ich den Vlog. Gefrühstückt. Kiki, morgen zeigt sich aber im Vlog, ne? Auf jeden Fall. Ich bin jetzt echt müde und platt. Leute, ich versuche wirklich jeden Tag Videos zu machen. Die Frage ist nur, ob jeden Tag ein Video online kommt. Das ist halt die Frage. Ich hoffe es zumindest, dass ich es schaffe, aber ich glaube eher nicht. Ich sag's euch schon so. Aber auf jeden Fall alle 3-4 Tage geht. Auf jeden Fall klar, das kriege ich schon hin. Also Leute, gute Nacht. Auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Natürlich das Video liken. Kommentieren am besten Fall. Peace and out.